Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme. Es werden die bewerteten Medikamente den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen bei Z-Zinkoxid. Und das ist geeignet zur unterstützenden Behandlung bei Ekzemen. Ich lese vor. Zinkoxid. Zinkoxid trocknet die Haut leicht aus und wirkt zusammenziehend. Grün. Geeignet zur unterstützenden Behandlung bei Ekzemen. Weiche Pasten mit Zinkoxid unterstützen die Wundheilung und können den Juckreiz verringern. Wichtig zu wissen. Stark nässende Hautbereiche sollten Sie nicht mit Zinkpaste behandeln. Das war's, glaube ich. Ja. Und es geht weiter mit Rosacea. Rosacea, auch bekannt als Gesichtsrose, Kupferrose oder Kupferfinne. Ja. Der Abschnitt ist, glaube ich, nicht ganz so lang. 3 Seiten, das schaffe ich morgen. So, das war's für heute. Der Zettel.